Farben verschwimmen ineinander, bilden Schlieren und Schluchten, schillern und verkrusten zu bizarr schönen Strukturen in braun-grüntönen. Die giftig gelbe Fläche in der Mitte bricht daraus hervor wie eine Fanfare. Es ist eine Welt aus der Vogelperspektive, eine verwüstete Welt. In ihrer Serie Industrial Pollution beschäftigt sich die Malerin Vicky Lartschneider mit den Narben, die das menschliche Handeln auf der Erde zurücklässt. In diesem Fall die Verwendung des Unkrautvernichters Glyphosat in der Landwirtschaft. Sie ist überzeugt, dass die bizarre Schönheit der furchtbaren Zerstörung, die das chemische Mittel in der Natur verursacht, den Betrachter zum Innehalten und Nachdenken motiviert.